Süßigkeiten, Bonbons, Zuckerl, Naschkram oder Goodies. Nicht nur Namen gibt es viele dafür, auch Varianten. In allen Formen und Farben, von sauer bis süß, von Gummi bis Schokolade. Das Besondere an diesen, sie stammen aus Schweden und können selbst zusammengestellt werden. Im neu eröffneten Geschäft Goodies in Innsbruck. Der Besitzer ist ein hierzulande lebender bekannter schwedischer Skisportler. Ob das zusammenpasst? Es passt wohl sehr gut zusammen. Ich meine, Sportler, die essen auch Süßigkeiten. Ja. Für mich war es immer, wenn ich beim Trainieren war, haben mich oft belohnt mit den Süßigkeiten. So. Je nachdem, wie man isst. Ja. Aber für mich war das eine Belohnung und das hat mich auch motiviert. Die Tiroler versüßen sich das Leben gerne. Und warum Schweden? Ja, Österreich und Tirol ist mittlerweile ein bisschen offener, wie es früher der Fall war. Skifahren macht Spaß und Schokolade schmeckt jeden und macht auch jeden Spaß. Und ein sportlicher Geist, ein gesunder Geist kann eigentlich nur in einem gesunden Körper entstehen. Und insofern ist es eine Trias, die absolut für mich stimmig ist. Und Süßigkeiten sind auch gesund? Ja, Süßigkeiten sind nicht immer für den Körper gesund, aber auch für die Seele. Die schwierigste Frage an diesem Abend bei 200 verschiedenen Sorten, wo zuerst zugreifen? Da fällt mir jetzt die Wahl eigentlich nicht schwer. Ich glaube, quer durchs Problem ist, dass da steht 100 Gramm und ich hoffe, es gibt Sachen, die was auch mehr halten. Oh, also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin zurzeit mehr auf der Schokoladenseite, Gott sei Dank des Lebens. Meine Lieblingssüßigkeiten sind die Schwammerlen in Schokolade und Marshmallows. Das ist eine schwierige Entscheidung, man hat hier die Qual der Wahl. Richtung Schokolade, muss ich ehrlich zugeben. Obwohl die Gummibärchen und was alles da gibt, die sind ja hammerlecker. Und das denken sich alle Naschkatzen und Leckermäulchen.